So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei die Schlacht um Mittelerde. Ihr seht schon auf der großen Karte, worum es heute geht. Ah, ich habe mich auch nochmal in Berlin mit Chris getroffen. Hier nochmal ein Gruß an dich, Digga. Es ist endlich soweit. Minas Tirith wird belagert, Freunde, und wir sind dafür da, diese Schlacht quasi zu schlagen, Minas Tirith zu halten. Gehen wir nochmal ein paar Sachen durch, vielleicht auch für die, die das Buch oder auch die Filme nicht gesehen haben. Also es geht darum, das ist unsere Stadt hier, Minas Tirith, die quasi die Hochstätte von Gondor, einen der Menschenrassen, quasi die Rohan und Gondor, und ja, im Endeffekt hier sind die Bösen. Jungs, ne? Und ihr seht ja auch irgendwelche total toll großen Armeen und so was, da müssen wir dann später hin. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir diese Armeen hier, ihr seht schon unten, Mordor-Armee, irgendwann mit ein paar tausend Orks. Da kommen auch noch welche dazu, warum auch nicht. Und hier kriegen wir auch nochmal 10 Olifanten auf die Fresse. Die kommen jetzt alle an und wollen dieses Juwel von Gondor quasi zerstören. Die sind quasi auf den Pelennor-Feldern. In Ostiriath haben wir uns ja schon versucht zu verteidigen, aber das war nicht zu verteidigen, das, was wir da quasi hatten. Das war für den Arsch. Jo, Freunde, und hier sozusagen auch dann... Also hier ist quasi auch die große Schlacht. Also nachher müssen wir quasi noch zum Schwarzen Tor ziehen und das Schwarze Tor noch natürlich noch einreißen. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich glaube, die Schlacht, das wird wirklich die größte, die wir sozusagen schlagen werden auf der guten Seite. Wir kriegen aber Hilfe von Rohan. Die Armee haben wir auch vorher schon bei einer Kampagne ein bisschen ausgebildet. Ich hoffe, dass die insgesamt 100 Leute da plus die 4 Helden, vor allem Merry wird es richtig reißen, der kleine Hobbit, dass die uns dann auf jeden Fall irgendwann unterstützen. Und zwar in allzu baldiger Zeit, ne? Also nicht jetzt irgendwie eine Stunde warten, bis die dann irgendwann ankommen, sondern jetzt, Freunde, ne? Also direkt am Anfang am besten schon mal. So, und wir haben Faramir, Gandalf, Pippin und Boromir. Auch hier muss man wieder sagen, eigentlich Boromir, geschichtlich ein bisschen falsch. Der Typ war eigentlich schon längst tot. Aber ist eigentlich ein Sohn Gondors, Freunde. Das ist eigentlich im Endeffekt der erste Sohn des Truchsis. Also Truchsis, wer es nicht weiß, wer das ist quasi im Endeffekt der Platzhalter für den König. Der regiert sozusagen die Stadt. Ich will jetzt nicht unbedingt viel spoilern, aber ich meine, die Herr der Ringe kennen, die wissen natürlich Aragorn. Das ist eigentlich sozusagen der Nachfahre des Numenors-Geschlechts quasi. Und der ist eigentlich der König. Also irgendwann im Film kommt er auch dann zurück nach Minas Tirith und wird dann auch geehrt. Dazu müssen wir aber erst Minas Tirith erfolgreich verteidigen. So, Boromir also quasi endlich wieder zurück mit den Gefährten. Gandalf ist auch da gewesen. Faramir, das ist alles richtig. Und Pippin auch. Und wir gucken mal eigentlich, wo ist denn eigentlich der Herr Aragorn? Da ist er doch. 192 Eidbrecher, das ist diese Armee der Toten, die kommen dann auch hoffentlich irgendwann noch dazu, also jedenfalls war es im Film so, Legolas, Aragorn und Gimli kommen dann dazu und im Endeffekt müssen wir nur warten, bis die eintreffen, weil ich glaube, die machen dann sowieso alle platt. Also, ab geht da, Freunde, einfach mal, wir haben auch leider nur, ihr seht es hier unten jetzt leider, doch jetzt sieht das wieder, wir haben nur 7 Punkte, mit 8 könnten wir nochmal etwas entwickeln, vielleicht können wir das in der Mission dann machen, dann können wir vielleicht noch irgendwelche Elben dazu holen oder irgendwas anderes, Adler oder was auch immer, was es da noch gibt. Also, ich habe schon ein bisschen Bammel davor, Freunde, aber das wird schon werden. Ach komm, wir legen einfach los. Kann auch sein, dass ich die Episode, weil sie vielleicht ein bisschen länger dauert, die teilen muss. Hauptstadt Gondors ist die letzte Bastion der Menschen im Kampf gegen Saurons dunkle Horden. Ach du Scheiße. So, da seht ihr quasi, links ist die Stadt und so ein bisschen rechts ist dieser, die Pelennor-Felder. Und da irgendwo da hinten, Jungs, da ist Mordor. Und die senden uns jetzt die Truppen und da seht ihr sie auch schon. Ach du Scheinfleißer. Und da ist übrigens, wie heißt der Ding? Grong? Das Ding wird definitiv unser Tor zerstören. Nachtstuhl sind auch da. Und Jungs, darum geht's. Das hier müssen wir alles verteidigen. Oder beziehungsweise abhalten. Mit dem paar Eumeln da auf der Mauer. Na viel Spaß, Mann. So, und was macht man als erstes, wenn man in so ein Spiel reingeht? Die Armeen Mordors rücken vor! Richtig. Erstmal zuhören. Wir müssen die Stadt in Bereitschaft bringen! Machen wir. So. Eintreffen der Mordor-Truppen. 7:48. Okay, wir haben fast 8 Minuten Zeit. Das erste, was wir machen, Freunde, ist immer speichern. Immer speichern. Ich habe keine Ahnung, ob das die 17 hier richtig ist, ob es Mission 17 ist. Ich glaube ja eher fast nicht. Ich glaube, wir haben ein paar Mal nicht gespeichert gehabt. So, und ihr seht hier oben die Rohirrim. Die kommen dann auch irgendwann noch. So, die Frage ist jetzt allerdings, wir haben ja überall Bauplätze. Ich würde mal denken, dass wir hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen auf, wie hoch kommen wir hier noch? Hier ist übrigens der Toastsystem. Also da, von da aus regiert er quasi.
Und ich würde denken, dass wir erstmal auf jede Fälle... Eigentlich war das falsch. Sorry. Das Gehöft ist fertig. So, die Frage ist, wollen wir hier noch irgendwas erobern? Eigentlich nicht. Haha, Faramir ist da, Freunde. So, und Chris hat mir gesagt, es gibt eine Taktik. Das Gehöft ist fertig. Es gibt eine Taktik, und zwar jetzt darum. Ich werde oh, die beiden Brüder vereint, Freunde, was ist da los? Die sollen sich dann mal definitiv gleich mal das erste Lager quasi platt machen. So, und ihr sollt oben rauf. Könnt ihr hier irgendwo oben rauf? Weil ich meine, hinter der Mauer stehen, bringt nichts. Ne? Sind wir uns, glaube ich, einig. Bringt nichts. So, Türme bauen wir dann auch noch. Hier bauen wir auf jeden Fall mal einen Bodenschützenstand. Und hier bauen wir Nahkämpfer. Wo haben wir die? Da. So, damit wir hier auch irgendwie nachproduzieren können. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Bodenschützenstand... Ach, was soll's, Freunde. Bodenschießstand oder so ein Scheiß heißt das, ne? So, ansonsten... Baut und verbessert Katapulte. Erzeugt Tasten nicht gesehen. Nee, was wir eigentlich brauchen, ist noch mehr Geld. Aber eigentlich habt ihr recht. Eigentlich können wir hier auch mal diese fetten Gebäude bauen. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Geld, sehe ich gerade. Wir müssen uns da ja nicht groß drum kümmern. Gondors neuer Schießstand ist bereit. Die neue Kaserne ist bereit. Aha. Dann lass uns hier hinten mal noch eine kleine Ausbildungsstätte bauen, dass wir vielleicht von der Seite einfallen können. Ansonsten, wo können wir noch was bauen? Nirgendwo eigentlich, Freunde, wa? Sehe ich gerade. Das waren, glaube ich, alle Bauplätze. Wir haben ein neues Gehöft. Ja, mach mal ruhig. So, ja, mach mal ruhig, sag ich doch. So, was können wir das Ding eigentlich einnehmen? Nee, das ist nur für die Bösen. Okay. So, Jungs. Stellt euch mal so hin. Ich werde mein Volk verteidigen. Komm, Boromir ist auch dabei. Boromir ist auch gut. Wir werden jetzt erstmal Türme bauen. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir einfach die guten Kombination aus Turm, Schleuder, Turm, Schleuder, Turm, Schleuder. Der Schießstand ist bereit. Ja, ich baue auch gleich welche. Ich muss erstmal ganz kurz die Verteidigung hier einrichten, Freunde. So, hier hinten einen Turm hinzubauen ist... Nee. Komm, hier hinten bauen wir mal keinen Turm hin. Ich glaube nicht, dass die da von da oben irgendwie groß angreifen. Ich würde eher denken, dass wir uns da vielleicht rausschleichen können. Und ihr seht schon, Jungs, das Geld, das reicht hier gerade mal so. Chris wird natürlich jetzt wieder meckern. Das ist ja auf Mittel. Ja, Chris, ich spiele auf Mittel. Ne, damit das auch alles mal irgendwie von vornherein klappt. Mein Duder. Können wir hier hinten noch raus? Nee. Hier ist dann die Frage, ich würde ja auch, glaube ich, so einen Seiteneingang machen. So, dann ganz wichtig, keine Ahnung, alles weiterentwickeln. Wir haben ja Geld, oder was? War vielleicht doch nicht so die beste Idee. Was ist das hier? Nee, 20% aus der Mine ist doof. Gebäudekosten, ja. Und vor allem den Erntesegen brauchen wir. So. Und hier können wir das erst, wenn die Stufe 2 sind. Dafür müssen wir ein paar Katapulte noch bauen. Problem ist, Freunde, ich wollte gerade was bauen, aber das Problem ist, das hat mir auch Chris schon eigentlich gesagt, wir können keine Leute bauen gerade, weil wir zu viele haben, dadurch, dass die eine Armee hier angekommen ist. Aufpassen, Waldläufer! Ich werde mein Volk verteidigen! Ja, das weiß ich doch, Boromir, du machst das schon. So, minus 50% Rüstung habe ich da keinen Bock drauf. So, wir können im Moment keine Leute bauen. Chris hat mir aber einen Trick verraten. So, wir haben jetzt noch 4 Minuten. Komm, den machen wir mal. Rohan, wenn man es am dringendsten braucht. Ja, mach mal ruhig. Bögen. Hier, du. Zusammen, ja, komm. Und zwar jetzt. Hier, minus 50% Rüstung, damit du auch schneller stirbst. So, und man kann nämlich jetzt versuchen. Ihr wisst ja noch sozusagen, habe ich, glaube ich, eben schon mal erwähnt. Volle Bataillone heilen sich ja. Ja, mach mal ruhig. Volle Bataillone heilen sich ja. Das heißt, und ihr habt nur sozusagen, also nur jeder einzelne Typ aus einem Bataillon zählt ja für eure Kommandeurspunkte. Das heißt, so ein Ding erzählt, glaube ich, 15 Kommandeurspunkte. So. Das hat ja schon mal super funktioniert. Ziel beschießen. B. Drauf. Macht er etwas? Nee. B. Drauf. Du bist behindert. Mach doch mal was. Erhaltet den B, da drauf. So, jetzt schießt du, oder? Sehr gut. Jetzt könnt ihr versuchen, einzelne Bataillone kaputt zu schießen. Oh, das reicht schon. Lauf weg! Lauf weg! Bogenschützen vorrücken! So, die stellen wir mal hier hinten oder sowas. Bereit machen, Bogenschützen! Stellen wir mal hier die nächsten hin. Bogenschützen vorrücken! Und jetzt seht ihr unten, jetzt haben wir gerade, okay, 10 sind es, glaube ich, ne? Jetzt haben wir gerade 8 Kommandeurspunkte dazu bekommen. Wir können es auch wieder, wie kann man das wieder abbrechen? Nein, jetzt hör auf zu schießen, Mann. Hör auf! Hör auf, Junge!
Kannst du auf die Mauer ausschießen? Nein, 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 mach's nicht! Mach's nicht! Scheiße. Ah, komm, wir machen. Nein, nein, nein. Wir machen's. Wir machen's nochmal kurz. Dann sehe ich euch mal zeige, sozusagen den Effekt zeige. Hier nochmal genau in die Mitte. Bitte töte sie nicht mit einmal. Macht er jetzt was? Ja, dann bitte nach. Wir brauchen mehr Steine! Du bist irgendwie doof, Katapultmann. Mach mal was. Vorsicht! Sehr gut. Seid wachsam, Männer! So, ihr seht hier unten, jetzt haben wir schon 16 Kommandeurspunkte zurückerobert, haben aber zwei Bataillone theoretisch noch, die wir noch heilen könnten. Und genau darum geht's. Jetzt können wir hier zum Beispiel ein neues Bataillon ausbilden. Zum Beispiel jetzt hier nochmal ein paar Bodenschützen. Gut, eigentlich wäre es cooler gewesen, wenn wir, glaube ich, nochmal hier. Lasst sie nicht in die Stadt. Wenn wir, glaube ich, eine beschissene. Wisst ihr was? Wir machen mal nicht. Geh mal weg hier. Wir holen mal ein paar Katapulte. Alle Männer auf die Mauern! Drei können wir bauen. Ich hoffe, damit sind wir Stufe 2, weil dann können wir nämlich die den Feuerschaden hier verbessern. So, es geht eigentlich im Endeffekt darum. Ich sehe gerade, dass wir hier zwei Bodenschützenbataillon-Dinger gebaut haben. Das ist eigentlich total unnötig. Aber was soll's? Es geht im Endeffekt darum, dass wir natürlich jetzt die Leute da heilen können. Wir können jetzt die beiden Typen hier sozusagen wieder voll heilen. Und dann haben wir theoretisch, wenn die Erfolge heilt sind, kriegen wir nochmal plus 16 Kommandeurspunkte plus. Haben aber schon Leute gebaut. Das heißt, wir können sozusagen alle, also so als Chris gemacht, so hat er mir das erklärt. Er hat alle am Anfang runtergeschossen, hat dann irgendwo einen Brunnen gebaut. Hat dann erstmal Einheiten gebaut, sozusagen, bis er wieder auf der Kommandeurs, von den Kommandeurspunkten ja wieder voll war. Und hat dann seine Bataillone am Brunnen voll geheilt. Das heißt, er hatte dann ungefähr 100 Kommandeurspunkte mehr. Macht natürlich total Sinn. Ist auch total cool. Aber ganz ehrlich, Freunde, brauchen wir nicht. So, du kannst auf jeden Fall mal einen Stein nehmen, aber ganz ehrlich. Ich bin nicht dafür, dass du hier irgendwo ansatzweise kämpfst, Freunde. So, und Gandalvinho. Denn der Vigno will ich eigentlich auch nicht. Komm, lauft mal hier hinten, wenn hier welche durchkommen. Dann macht die das schon. So, wenn wir aber gerade dabei sind, Freunde, das Ding kann weg. Wir müssen noch einen Brunnen bauen, Junge. 8 Sekunden bevor sie kommen. Bauen wir noch einen Brunnen. Gute Idee, Freunde. Super Idee. Egal. So, Jungs, das ist unsere Nummer 1 hier. Wir müssen den Krieg zu ihnen tragen. So, und die ficken wir jetzt, Freunde. Das ist jetzt unser Missionsziel hier. Die Ersten, die kommen, werden umgebracht. Da unten kommen sie übrigens schon. Und dann kommen die Ersten. Jungs, rauf! Warum kommen bei mir Bodenschützen, Mann? Boromir? Wir müssen sie zurücktreiben. Der Feind, so, und wir sollten am Anfang versuchen, das erste Lager umzubringen. Und uns dann zurückzuziehen. Schnell jetzt. Ich werde mein Volk verteidigen. So, dazu nehmen wir natürlich auch die Rohirrim-Armee. Feuer, reitet aus! So, wir versuchen einfach mal hier, dass wir versuchen, dass sie nicht aufbauen können. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Sammeln! So, die Rohirrim. Reitet sie alle nieder. Die gehen jetzt logischerweise auch schon auf die Schleudern, weil die Schleudern am schlimmsten sind. Die Schlacht, sie greifen an! Bewegung, ihr Schnitt! Lasst keinen entkommen! Reitet der Mark! Sehr gut, wie lange sind die auch immer noch da? Oh, wir haben noch Zeit, Freunde. So, und damit schon das erste Lager platt gemacht, Freunde. Damit könnt ihr auf jeden Fall auch am Anfang schon eine ganze Menge schaffen. So, vereinen natürlich die Belagerungstürme, ganz klar. So, Jungs, ihr lauft jetzt direkt mal rüber. Oh, oh. Oh, oh, Freunde. Das ist ein Nazgul. Die Rohirrim, die gibt's noch. Die gibt's noch eine Sekunde. Die können auch ein bisschen für Ablenkung sorgen. Wo ist Boromir? An der Front. So, Jungs, ihr seid auch bescheuert, weil ihr nehmt euch den irgendwelchen. Oh, ihr seid so bescheuert. Das gibt's ja nicht, Alter. Wir werden diesen Krieg gewinnen. So, Boromir geht alleine darauf. Boromir geht nicht alleine darauf. Erstmal den Troll, Jungs. Erstmal den Troll. Und dann den Nazgul. Die Nazgul. Oh, oh, wir verlieren gerade ganz viele Weitläufer, Freunde. Nicht so cool. Aber wir halten sie im Moment super auf. Das ist schon mal positiv. Wo ist ein Pfarrer hier? Mittendrin, okay. Boromir? Boromir, komm mal wieder zurück hier.
Ihr seht schon, so eine Bodenschützenarmee, die hat's ordentlich drauf. So, was wir aber auf jeden Fall machen wollten, war das Lager zerstören. Können die jetzt da eigentlich ein neues Lager aufbauen? Nee. Okay, wir müssen unbedingt hier rein und das Lager zerstören. Wenn wir das geschafft haben, Freunde, dann sieht's schon mal super gut aus. So, die Jungs sind hier wieder fertig, das, was ich erwähnt hatte. Tor lassen wir auch erstmal offen, das interessiert uns erstmal nicht wirklich. So, Boromir, kannst du mal ein Gebäude zerstören? Kannst du vielleicht mal Level aufsteigen? Ah, ist er schon. Sehr gut. Ja, mach mal ruhig, Junge. Mach mal ruhig. Wir müssen jetzt nur das Trolllager kaputt machen. Dann machen wir die auch hier mal platt. Trolllager, Jungs! Und dann haben wir schon mal die beiden Lager platt gemacht. Und ich glaube, also Chris meinte, glaube ich, dass die nicht wieder aufgebaut werden. So, Jungs, und wir ziehen uns jetzt aber mal sowas von zurück. So, und jetzt wäre schön, wenn die Türme was machen würden. Ne? So, hier oben haben wir auf jeden Fall die Keilbildung. Was ist eigentlich mit unserem tollen... Genau. Was ist eigentlich mit unserem tollen Ding hier? Das macht er jetzt gerade eigentlich gar nichts, ne? Das macht er, schießt ja irgendwo hin, wo er nicht hinschießen soll. Klasse. Also ihr seht schon, man muss hier wieder super viel tun. So, die Katapulte bringen wir mal in Stellung. Können wir es eigentlich jetzt weiterentwickeln hier? Uns fehlt wirklich noch ein Katapult, Freunde. Oh, wir können aber nachproduzieren. Ja, eigentlich eins reicht. So, im Moment muss ich sagen, lasse ich das Tor offen, weil wenn sie jetzt hier reinkommen, Freunde, in so einer Linie, dann machen unsere Waldläufer einfach richtig kurzen Prozess mit denen. Also das könnte direkt stecken. Das bringt gar nichts. Vor allem haben sie noch sowas wie Führerschaftboni und sowas. Also die können uns mal Trost am Arsch lenken. So, Frage ist, irgendwo kann man doch die Türme noch weiterentwickeln. Wir haben so viel Geld, wir müssen eigentlich mal Einheiten bauen. Wisst ihr was? Du produzierst jetzt mal hier Einheiten. Und zwar 10 Stück. Mach mal ruhig, Freunde. So, das gleiche machst du. Du produzierst für die Mauer auch 10 Leute. Wir haben übrigens noch 8 Fähigkeitspunkte frei. Ihr seht schon, man muss hier viel machen. Wir können die Elfenbogenschützen oder wir können Anduin machen, dass Aragorn mehr Schaden macht. Die Elfenbogenschützen bringen uns eigentlich nicht viel. Aradorn bringt uns im Moment nicht viel, aber nachher dann. Außerdem ist es eine passive Fähigkeit. Passive Fähigkeit immer ein bisschen chilliger. So, den Nastu hätten wir eigentlich noch platt machen können mit der Armee. Ich glaube auch, ganz ehrlich, Freunde, wenn wir uns hier vorne hingestellt hätten, wir hätten die von vorne hier platt machen können, alle. Ohne Witz. So, wir rufen hier die Rohirrim. Reiter der Mark, haltet die Augen offen. Einfache Logik, dass wir die Steuern kaputt machen, wenn die hier gerade ankommen. So, die sollen da hinten hin. Die machen das da. Genau, die können auch bis an vorne ran, weil sie ja alle kaputt reiten, was in der Nähe ist. So, und da haben wir das größte Problem. Er sieht schon, alles, was hier vorne ankommt, selbst Trolle. Und das sind Stufe 6 Bataillone, Freunde. Die werden einfach zermalmt. Das ist nicht mehr feierlich. So, aber sie kommen... Oh Gott, die kommen immer noch mehr hier. Ja, du hast eh nicht mehr viel Zeit. Was kommt denn von rechts? Nazgul! Haltet die Augen offen. Weiter. Nazgul, Freunde. So, hier bitte auch. Wenn es geht, alles weiterentwickeln. Und seine Beute. Belagerungstürme! Bereit machen auf den Mauern! Da ist er! Sie mit den Katapulten auf ihre Schleuder! Achtung! Hört auf! Gandalf! Mach was! Sei du. Wo ist denn der Nazgul? Der ist so weit oben. Ich komme mit der Kamera nicht hin, Freunde. Aber ich glaube, wir haben sie. Ich glaube, es waren die Nazgul. Einen haben wir auf jeden Fall noch. Irgendwann kann man diese Türme entwickeln mit irgendeinem Gebäude. Ich weiß nur gerade nicht mit welchem. Wir reißen mal das Ding hier ab. Das hört sich übrigens nicht gut an. Wir können keine weiteren Einheiten befehligen. Sind bereit. Sie greifen an! Aber die sind auch so doof, dass sie mit den Steuern hier reinrennen, Freunde. Ist natürlich dann dadurch relativ easy, die platt zu machen.
Und unser Tor hält super viel aus, sehe ich gerade. Es kriegt quasi keinen Schaden. Also im Moment funktioniert die Taktik super. Vor allem, dass wir halt... Das Wichtigste ist, dass ihr am Anfang diese Lager hier kaputt macht. So, jetzt haben wir mal keine Rohan-Armee, die uns hier irgendwie schützt gegen die ganzen Ballade und Bärwerke, die hier ankommen. Aber die kommen halt alle in der Mitte halt natürlich auch an. Und das ist sehr positiv. Weil wir sie natürlich hier viel besser verteidigen können. So. Was ist eigentlich... Warum produzierst du da hinten Einheiten? Du sollst die nach hier vorne schicken. Und du, Typi? Lass uns mal direkt mitmachen hier. Ruhig jetzt! Was ist das Tor? Weiter, weiter! Der Tor hat ein bisschen Schaden bekommen. Mach mal ruhig, Junge. So, wir verbessern die natürlich überall alle noch. Alle, was wir können. Ich denke mal, die Weitläufer sind eigentlich durch. Die sind eigentlich super verbessert. Gibt's was Neues? So, wo ist der Engländer Gandalf? Na, Gandalf kommt nach hier. Unser Boromir hier in die Mitte. Mit Pippin und Faramir auch mal ein bisschen nach vorne. Naja, ist ja okay, Mann. Ich bin ja gerade... Das ist nicht gut hier, Freunde. Weitläufer! Pfeile bereit machen! So, wir brauchen mal drei Weitläufer-Bataillone, die ich da oben mal den Türmen annehme. Ja, wohl zwei reichen vielleicht. So, zwei nach da, Freunde. Macht euch bereit! Und hier die hintere nach da. So, warum schießt uns hier irgendwas kaputt? Können wir nicht irgendwie uns dagegen wehren? Du da zum Beispiel, kannst du da nicht raufschießen? Ihr seht schon, man muss hier super viel handeln. Und es kommt immer wieder Nazgûl nach. Ich dachte, vielleicht sind dann irgendwann mal die neuen fertig, aber anscheinend kommen hier immer wieder Nazgûl nach. So, wir haben jetzt ein neues Gebäudeplatz. Irgendein Gebäude konnte das doch. Baut und verbessert Katapulte? Nee. Nee. Baut und verbessert Ritter? Nee. Verteidigungsgebäude brauchen wir nicht. Na, Freunde, ich find's nicht. Ich find's nicht. Hinter direkt stecken. Bauen hier hinten mal noch einen Turm. Irgendein Gebäude konnte auf jeden Fall die Türme verbessern. Bei Gondor, nur... Es ist keins von denen. Wir haben so viel Geld, aber können im Endeffekt nichts dafür machen. Vielleicht können wir es auch noch nicht bauen. Keine Ahnung. In 7 Minuten sind wir auf jeden Fall safe, Freunde. Dann haben wir unsere richtige Armee. Dann können wir uns mal kreuzweise. Haltet die Augen offen. Es geht los. So, ihr verteilt euch hier oben so ein bisschen. Aufpassen! Ah, hier sind unsere Weitläufer, genau. Pfeile bereit machen! Weitläufer! Hier entlang. Was haben wir hier hinten, Freunde? Das Schöne ist ja, die setzen ja diese Beladungstürme ein und da können dann theoretisch die Uruts raufklettern. Das Problem ist nur, seht ihr hier irgendwelche Uruts oder irgendwelche Orts oder so? Nö, die sind alle vorher tot, bevor sie hier ankommen. Beziehungsweise kommen sie ja einfach gar nicht an. Und damit können die uns mal kreuzweise an unserem Hinterm, ne, und so weiter. Das bringt gar nichts sozusagen. So, wir haben theoretisch auch die Rohan-Armee fertig, damit könnten wir jetzt die Leute hier platt machen, aber ich frage mich, warum. Im Moment muss ich auch ehrlich sagen, dass hier noch nichts Großes ankommt. Das ist ja alles noch relativ lächerlich. Haltet die Augen angegriffen! Komm schon! Einzige, was ich gerade nicht verstehe, ist, warum unser Feuerfall-Upgrade nicht fertig ist. Ach, scheiße, weil es ja hier gemacht werden muss. Wir sind hier nur Rang 1, haben wir hier schon mehr Leute umgebracht? Nee. Okay, und sie müssen mal ein paar Leute in den Tod schicken. Wer möchte sich dafür freiwillig melden? Ihr da. Ihr seid cool. Gandalf? Hallo? Gandalf! Läuft ihr erstmal wieder draußen rum, Alter? Was ist denn bei denen los? Kann man hier nicht sagen, bewachen? Ja, genau, hier. Ihr alle... Ah, fuck. Ihr alle bewacht mal bitte diesen Bereich. Haltet die Augen offen. Seid vorsichtig. Ne? Ich bin euer Haupt. So, habt da drauf. Super. So, mit dann haben wir auch mal ein paar geile Fähigkeiten. Jetzt hier, zack, da haben wir mal was geplättet. Was kann man hier eigentlich machen? Mit Boom, er lässt Gegner in Angst erstarren. Machen wir und zusätzliche Erfahrung für irgendwelche Einheiten in der Nähe. Hier, mach mal. Männer Gondors. Achso, wisst ihr was, Jungs? Die können mal sterben gehen. Hier. Ihr geht mal nach da. Haltet noch ein bisschen weniger aus am besten. Perfekt. Also Ment läuft die Minas Tirith-Verteidigung. Ist natürlich auf Mitte. Ja, Chris, ich weiß es. Ist natürlich relativ easy. Aber wir lassen jetzt einfach mal ein paar Leute hier antreten. Einfach, dass die sterben, damit wir hier mal ein bisschen mehr produzieren können. Hier zum Beispiel. Haltet die Augen offen.
Teil bilden. Gut, die Typen will ich eigentlich noch behalten. Weil umso mehr wir produzieren können, umso besser ist es natürlich für uns. Sie haben angegriffen! Da. Bewegt eure stinkenden Hinterbuben! Und dann können wir irgendwann nämlich Feuerfall-Upgrades machen. Und die brauchen wir eigentlich im Grunde genommen bei Bodenschützen um. Guck mal, der eine Troll. Die beiden sterben und hauen den nächsten Troll auch noch um. Okay, Schießstand ist verbessert, habe ich gehört. Welcher ist. What the fuck? Oh oh, Jungs, ich glaube, ich habe hier ein minimales Problem. Minimales Steuerungsproblem. Ne? Nur minimal, Freunde. Ich mache das übrigens nicht selbst. Ja. Ne, sieht doch auch cool aus. Kannst du schon über die Tati so scrollen? Ich hoffe, keiner von euch hat gerade gegessen. Ich würde auch gerne irgendwie. Es kommt nämlich richtig viele an. Ich würde gerne das Tor mal zumachen. Läuft gerade nicht. Ich glaube, ich speichere mal das kurz ab und wir gucken gleich mal, ob ich es beheben kann. Oh Mann.